Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich einen XXL, aber mega XXL Drogerie-Haul. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Video besteht im Prinzip aus zwei Teilen, die ich zusammengeschnitten habe, weil ich habe innerhalb von kürzester Zeit zwei Drogerie-Hauls gedreht. Und dann hatte ich euch in der Community-Tab-Funktion hier auf YouTube gefragt, ob ich euch quasi dann zwei Teile online stellen soll oder das beides kombiniert machen soll. Ihr habt euch dafür entschieden, dass ich das Ganze kombinieren soll, um euch so eine Stunde Drogerie-Haul zu gönnen. Mega heftig. Ja, deswegen wundert euch nicht, wenn zwischen den beiden Sequenzen ein kleines Outfit-Changing stattfinden wird. Zwischen den beiden Videoaufnahmen liegt ungefähr eine Woche, 6 Tage grob. Und dann würde ich einfach sagen, los geht's. Ich habe hier Timestamps dran, weil ich die ganzen Produkte nach Kategorien sortiert habe und ich starte jetzt einfach mal mit der Kategorie Haushalt, weil das einfach die größten Sachen sind, die hier einfach mal vom Tisch müssen, beziehungsweise teilweise schon in der Tasche drin sind. Also ich war bei Rossmann und bei DM halt einkaufen, ne? Und habe aber auch noch ein bisschen dekorative Kosmetik aus dem Drogeriebereich von Purish hier. Bei Elf habe ich direkt bestellt und bei Kiko auch. Aber ich finde, das gehört alles irgendwie zusammen. Zum einen habe ich hier Küchentücher. Das ist Recycling-Küchentücher von Alouette oder Alouette. Ne? Das ist ja einfach von Rossmann. Brauchen wir halt und dementsprechend habe ich die mitgenommen. Und da ist es mir jetzt relativ Pelle, ob ich jetzt die Recycelten nehme oder nicht die Recycelten. Irgendwie ist es auch preislich jetzt nicht so der Ultra-Unterschied. Also ich hätte es jetzt cooler gefunden, wenn die Recycling-Variante günstiger wäre. Ich glaube sogar beim Toilettenpapier ist die Recycling-Variante teurer, aber noch teurer ist natürlich die Limited Edition und die muss natürlich sein, auch wenn die für den Hintern ist. Dich habe ich am liebsten mit dem Fuchs und dem Häschen. Das musste sein, oder? Oh Gott. Ja, und da sind so skilaufende Häschen drauf abgebildet. Läuft. Und dann habe ich hier noch in dieser Tasche, die ich zu Präsentationszwecken ja eben fürs Thumbnail gebraucht habe, hier von der Ideenwelt die Servierplatte. Die bleibt aber hier oben. Das ist nämlich gar nicht für unten gedacht, also für unseren Wohnbereich, weil die hat hier unten auch so ein Drehding. Da kann ich nämlich super so Produktbilder und Produktshots mitmachen, dass wenn ich da was draufstelle und die Platte dann so ein bisschen drehe, das sieht einfach cool aus, Leute, ne? Und it is mein Job und deswegen nehme ich eine drehbare Servierplatte als, oh mein Gott, ey, als Arbeitsmaterial, auch das ist ziemlich fancy. So, und dann packe ich das mal zurück hier in die Tüte und neben mir sitzt schon Sammy, der hat nämlich mitbekommen, dass hier auch gleich ein paar Leckerlis mit bei sein werden, aber da kommen wir jetzt gleich zu, denn ich habe erst noch ein bisschen was, da sagte mein Freund auch schon die ganze Zeit, boah, Claudi, wann willst du denn endlich den Haul drehen, weil ich habe mir von DM von Profissimo dieses USB-Feuerzeug bestellt, weil ich es einfach leid bin. Also ich möchte auf jeden Fall ein langes Stabfeuerzeug. Das war mir klar, also für so Kerzen anmachen und so, ne? Oder für einen Kamin. Und ich war es leid, dass wir die halt immer wieder mit Propan... Nein, was macht man in Feuerzeuge rein? Kram. Und das war mir leid, weil jedes Mal entweder ist es kaputt gegangen irgendwann oder wir hatten kein Nachfüllzeugs und so. Und deswegen habe ich das jetzt einfach mal nachbestellt als USB-Variante mit Lichtbogentechnologie. Bin ich sehr gespannt. Und das wird definitiv jetzt in Einsatz kommen. Ich weiß nicht, das müsste jetzt ja eigentlich noch nicht aufgeladen sein. Das heißt, wenn ich das jetzt auseinanderfriemel, wird das nicht viel bringen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich werde euch im Aufgebraucht-Video mal berichten, ob das funktioniert hat, aber ich gehe da einfach mal von aus. War jetzt auch nicht so super günstig, ne? Aber wenn man bedenkt, dass wenn ich bei Amazon zum Beispiel mir diese Stabfeuerzeuge bestelle, dass die ja auch so ungefähr 10 Euro kosten, wenn das halt ein vernünftiges sein soll, ist halt auch doof. Okay, also, dann habe ich hier noch ein bisschen Spülmittel. Irgendwie sah das anders aus. Entdecke Tipps von Medica, von Maike, von irgendwem. Ich weiß nicht. Ich kenne diese Dame nicht. Also ich weiß nicht, warum ich Spülmittel bestellt habe, bin ich ganz ehrlich, weil eigentlich haben wir noch Spülmittel. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil das nach Sommer duften soll. Keine Ahnung. Und es hatte auch irgendwie ein neues Design und es war auch bei den neuen Produkten mit aufgeführt. Genauso wie hier dieser Badreiniger. Auch das ist mit dieser Dame in Kooperation. Ich kenne die nicht. Ist es vielleicht deswegen neu gewesen, weil das in Kooperation mit der Lady ist? Keine Ahnung, Leute. Naja, stark gegen Kalk und Schmutz, ohne Farbstoffe und Konservierungsmittelzusätze, ne? Ja, kann man immer gut gebrauchen.
Badreiniger muss sein. Dann habe ich auch noch so einen Küchenreiniger mitgenommen. Das war aber, glaube ich, dann von Rossmann. Ja, das ist mit Orange und Jasminduft. Ich liebe Jasminduft. Ja, einfach ein Küchenreiniger. Ich weiß gar nicht, was hier jetzt so speziell dran sein sollte. Ich fand das irgendwie fancy, als ich das gesehen habe. Marcel's Green Soap. 100% vegan. Dann ist da ein Frettchen drauf, das auf einer Orange sitzt. Musste wohl sein, ne? Kennt ihr das, wenn ihr da irgendwie in den Läden unterwegs seid und euch irgendwie solche Verpackungen catchen, weil da ein Frettchen drauf ist? Ist auch bekloppt, ne? Dann habe ich jetzt zweimal mitgenommen, so eine WC-Ente in günstig ist es ja, von Denk mit Urinstein und Kalklöser Multipower 4, kraftvoll gegen Urinstein, Schmutz, Kalk und Rost. Ja, fürs Klo. 100%, Flasche aus 100% Recyclingmaterial ohne den Verschluss. Ja, das ist natürlich auch gut. Und wenn man sowas entsorgt, sollte man das halt separat vom Verschluss entsorgen. Also Verschluss abschrauben und dann entsorgen. Jetzt sind wir nämlich schon mal durch die Haushaltsabteilung durch und kommen jetzt mal zu der Hundeabteilung. Das ist jetzt auch nicht so viel, aber ich habe mir von DM Dein Bestes diese Knabberwürstchen-Mix-Geschichte mitgenommen. Ist das zweimal das gleiche? Weiß ich gar nicht. Also einmal das hier habe ich mitgenommen. Mag Sally halt gerne, kriegt er abends immer, ne? Und das hier auch. Ne, das sind Rindswürstchen. Genau, einmal Rindswürstchen, einmal Knabberwürstchen. Und das kriegt er dann abends, ne, so als Betthupferl. Und dann freut er sich oder kriegt jetzt eins. No. Na, Kleiner? Möchtest du ein Rindswürstchen? Ja. Aber Mama vor allem, Frauchen. Boah, seitdem ich Mama bin, ich komme nur noch durcheinander. Bin ich jetzt Mama, bin ich Frauchen? Ist es Sammy, ist es Julius? Verwirrung pur. Ja, das sind halt diese Würstchen, ne? Die könnte man auch so aufteilen, wenn ich ihm die abends gebe, dann teile ich die auch auf und gebe ihm das häppchenweise. Aber so kriegt er die jetzt komplett. Freut er sich. Der sabbert hier auch gerade ganz gut rum und freut sich seines Lebens, dass er ein Rindswürstchen kriegt, ne? Schön. Ja, hat es auch Sinn gehabt, dass du mit hochgekommen bist, kleiner Mann. So, dann habe ich jetzt hier so ein bisschen Food-Produkte. Das ist einmal hier von Alter Pharma die Immunkur mit Vitamin C, D, Zink und Selen. Das sind halt so Trinkviecher, ne? Will ich gar nicht allzu viel drüber erzählen, weil Nahrungsergänzungsmittel muss jeder für sich selber entscheiden. Und genau, ja. Da kenne ich eine Firma, die die Firma, also die Alter Pharma beliefert hat, um da halt ein Inhaltsstoff drin zu sein. Deswegen, naja, das hat halt historische Gründe, weswegen ich das eigentlich ganz cool finde. Dann habe ich auch noch hier von King's Crown Früchtetee für dein Immunsystem, für eine natürliche Abwehr mit Vitamin C. Da hatte ich Bock drauf, hat sich lecker angehört, auch von den Inhaltsstoffen her, ne? Ja, mit Hibiskus und Sanddorngeschmack, muss ich mal schauen. Ich mag halt gerne sowas, jetzt gerade, wenn es kalte Jahreszeit und so, gibt es bei uns immer einen schönen Tee am Abend. Das hier fand ich ganz interessant, denn ich habe mir zum einen von DM Bio den Vielblütenhonig wieder nachbestellt. Also ich finde es immer ganz gut bei DM Bio, den vertraue ich halt auch, dass sie da vernünftige Sachen haben. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Man hat da einfach schon so viele negative Beiträge über Honig gehört. Am besten ist es natürlich, wenn du Honig beim Imker vor Ort dir kaufst, ne? Ja, hier ist auch irgendwie Naturlandsiegel mit drauf. Deswegen, ich hoffe, dass das auch ein vernünftiges Produkt ist. Alternativ habe ich mir aber beim Rossmann mitgenommen von Bineo Vegan Honey Honig-Alternative. Ja, das wollte ich auch mal ausprobieren. Denn Honig gebe ich mir entweder aufs Brot oder ich nehme das halt in meinen Tee. Und dann vielleicht so als vegane Alternative ist es auch nicht so verkehrt, ne? Muss man mal schauen. Wobei eigentlich, wenn man sich Honig kauft, unterstützt man ja auch irgendwo so ein bisschen die Imkerei und wir brauchen Bienen und so. Ich habe keine Ahnung, was jetzt der richtige Weg des Lebens ist. Ich versuche ja immer irgendwie auch ein Stück weit nachhaltig oder ein Stück weit irgendwas Gutes und Richtiges zu machen, aber hundertprozentig richtig kannst du es eigentlich nicht immer machen, ne? Aber na, ich habe jetzt beides da, beides wird gegessen und dann kann ich euch auch mal vielleicht irgendwie in einem Vlog oder so ein Feedback geben zu der Honey-Geschichte, ne? Zu der Honig-Alternative. Dann habe ich hier von Alnatura mir das native Olivenöl extra auch mitgenommen. Ja, also ne, wir haben Gott sei Dank nicht mehr diese extreme Ölkrise, die wir jetzt ja bis vor kurzem noch hatten, sodass wir da jetzt auch einfach mal wieder zu halbwegs bezahlbaren Preisen uns Öl kaufen können. Und da habe ich mir dann jetzt mal wieder Olivenöl gegönnt. Dann abends esse ich mir immer super gerne so Joghurt, schnibbel mir da so ein bisschen Früchte rein und mache da auch Flohsamenschalen mit bei. Das ist halt gut für die Verdauung, reich an Ballaststoffen.
das ist halt, ne, vor allem so während der Stillzeit für mich eine ganz wichtige Kiste gewesen. Und wenn ich halt nicht mehr stillen werde, werde ich es trotzdem weiternehmen, aber dann halt so Richtung Frühstück oder so in mein Müsli einfach reinmachen. Das lässt man einfach ein bisschen quellen. Und ich weiß gar nicht, warum das Flohsamenschalen heißt. Also weiß ich echt nicht. Aber weil das hat ja nichts mit Flöhen zu tun. Ich habe anfangs erst gedacht, das wäre halt irgendwie so die anfängliche Insektenkost, die uns jetzt bereitet wird. Aber nein, keine Sorge, das ist ein veganes Produkt auch, ne? Ja, steht auch drauf. Deswegen keine Sorge. Ja, finde ich sinnvoll. Tut mir ganz gut. Dann habe ich auch eben in diesem Müsli so Kerne und Saaten zum Beispiel drin. Also dieses Granola, Kerne und Saaten Granola von DM Bio ist einfach das Beste, was ich bislang ausprobiert habe. Schmeckt mir richtig, richtig, richtig gut. Und das gebe ich mir halt als Topping damit rein. Das kann man sich auch einfach als Topping einfach auf also ins Müsli reinmischen oder in Joghurt generell reinmachen, ne? Warum nicht? Da sind Kürbiskerne mit drin und so. Und das schmeckt mir sehr, sehr gut. Sonnenblumenkerne. Dann habe ich hier auch noch eine Alternative von Rossmann einfach mal mitgenommen, weil ich es ausprobieren wollte. Das ist das Nuss Crunchy von Enna Bio. Und ja, da hast du halt nicht diese Saaten mit dabei, aber du hast halt dieses Granola, dieses Crunchy. Wollte ich auch mal gucken, ob mir das gefällt. Dann kann man nämlich das hier vielleicht sonst auch kombinieren mit einer normalen Nussmischung oder Saatenmischung, die man zum Beispiel im Aldi oder so bekommt, ne? Einfach nach Alternativen Ausschau halten. Und das ist mein liebster Traubensaft von DM Bio, der Naturtrübe. Den habe ich hier oben immer gerne stehen. Und den trinke ich mir dann gerne, wenn ich hier so Videos filme. Oder ich nehme mir halt einfach so ein Weizenglas und mache mir da was zu trinken rein. Ja, manche Sachen sind halt einfach verrückt. So, und jetzt kommen wir zu den Beauty-Produkten, die ich hier habe. Und da habe ich dann auch gleich eine kleine Verlosung für euch. Ich glaube, das habe ich gar nicht anfangs gesagt, ne? Weil ich, ja, einfach was doppelt gekauft habe. Läuft. Zum einen habe ich hier von Altera Naturkosmetik die Tuchmaske mit Vitamin C. Die habe ich mir mitgenommen, die möchte ich gerne ausprobieren. Ich habe jetzt ja vermehrt auch Tuchmasken aus der Drogerie für euch getestet und in den Aufgebraucht-Videos gezeigt. Und das hat auch sehr positives Feedback gegeben. Deswegen möchte ich damit einfach weitermachen, dass wenn es neue Masken halt gibt, dass ich die halt auch mir kaufe und euch die dann halt auch reviewe. Manchmal ist es halt nur so, dass ich dann das Aufgebraucht-Video quasi einen Monat später habe und dann ist manchmal die Limited Edition weg. Also ich versuche das irgendwie dann auch vernünftig halt für euch zu handhaben. Die Dreamy Sky Tuchmaske mit Hyaluron und Panthenol geht für euch mit in die Verlosung, weil die habe ich mir tatsächlich doppelt gekauft. Einmal hatte ich die schon in Gebrauch und habe sie dann halt nochmal gekauft und ja, die ist schon mal zur Seite für euch, für die Verlosung. Dann habe ich hier noch ein Produkt, das möchte ich gerne für eine Freundin nehmen von Isana, der 2-in-1 Duschschaum und Bodylotion mit Mandelölduft und Pfirsichduft und mit Mandelöl und Pfirsichduft, genau. Disney Classics, das ist halt die Marie, ne? Die kleine Katze und das ist für die Marion. Für die packe ich aktuell ein Paket, denn der geht es leider nicht ganz so gut und da möchte ich einfach, dass es ihr wieder gut geht. Kann ich natürlich jetzt nicht beeinflussen, Gesundheitszustand und so weiter, aber man kann doch ein schönes Gefühl vermitteln, ne? Dann habe ich mir auch noch mitgenommen von Mamas Baby Dream die Stilleinlagen. Besonders saugfähig und sanft zur Haut. Natürlich vorgeformte Stilleinlagen, das sind diese hier. Eigentlich sind die von Rossmann besser als die von DM. Ja, muss ich nochmal gucken. Ne? Hier sind 30 Stück drin. Ich wollte die nochmal ausprobieren und vielleicht dann auch wieder umstellen, dass ich nicht mehr die von DM nachkaufe, sondern dann die von Rossmann mir hole. Weil die von DM, ich habe die auch gerade um, die schlackern einfach durch die Gegend wie sonst was. Also die rutschen rum, du hast nur eine Klebefläche und das hält irgendwie nicht wirklich. Und ja, keine Ahnung. Die wollte ich halt nochmal ausprobieren. Dann habe ich mir auch mitgenommen, weil mein Mundwasser leer gegangen ist von Dontodent DM. Sensitive Intensivschutz, die Mundspülung. Finde ich einfach super, verwende ich gerne. Ja, zum einen direkt nach dem Zähneputzen oder halt über den Tag verteilt immer mal wieder, wenn ich mal wieder so ein Pappmaul habe und das einfach sich besser anfühlen soll. Dann habe ich mitgenommen für, ja, entweder für Julius oder für mich halt, so ein Kamillenkonzentrat. Ist das von Mivolis DM Kosmetikum zur Haut-, Mund- und Haarpflege mit echter Kamille. Und das kann man halt auch in so ein Badewasser mit reinmachen oder ein Fußbad oder sowas, ne? Dass wenn man mal irgendwie eine Wunde hat oder für ein Sitzbad oder so, ne? Dass man das halt verwenden kann, finde ich eigentlich auch ganz schön. Dann hat man so eine natürliche Geschichte mit dabei. Klar kann man auch mit Ringelblumensalbe und so alles bearbeiten, aber manchmal ist sowas auch gar nicht verkehrt.
Deswegen kommt es auch mit runter, wenn Julius vielleicht einen wunden Popo hat. Dann habe ich gesehen, dass Balea das ein oder andere Produkt mit dem neuen Logo schon rausgebracht hat. Ich glaube, das ist jetzt auch wirklich so, dass die komplett umstellen. Hier habe ich die belebende Augenpflege bei Schwellungen und Augenringen für neue Leuchtkraft mit Koffein, Vitamin C und Hydrokomplex. Fand ich interessant, ne? Ist parfümfrei. Ihr wünscht euch ja immer, dass ich auch halt einfach mal so ein bisschen Pflege aus der Drogerie ausprobiere. Ich bin sehr, sehr eingefahren, natürlich auf meine Kooperationspartner, weil das einfach auch sehr gut in meinem Gesicht funktioniert und ich einfach im Laufe der Jahre gesehen habe, was das Ganze auch mit meinem Gesicht angestellt hat. Aber ja, das ein oder andere Produkt aus der Drogerie teste ich auch mal gerne aus, ne? Und kann ich euch dann entweder im Aufgebrauch-Video zeigen. Achso, nee, das kommt erstmal nach oben. Im Aufgebrauch-Video zeigen oder in meinem Flop-Video. Ne? Das ist dann leider auch manchmal so. Okay, dann habe ich gesehen, dass dieses Produkt richtig hart auf Social Media beworben wurde. Deswegen musste ich die mitnehmen. Keine Ahnung. Das sind richtige Glasflaschen von Glisscur. Ich mag die gerne. Also Glisscur an sich. Ne? Das ist, oder Gliss Hair Repair ist das jetzt ja die Marke. Habe ich ja als Sprühkur auch immer wieder super gerne verwendet. Und das hier ist etwas, ich bin ja ein Abendduscher und dann mache ich mir einen Bommel. Und dann soll das super sein, wenn man sich das halt so in die Haare reinmacht und dann die Haare in den Bommel macht, damit die nicht so frizzig werden, gerade wenn es so trocken ist und so, ne, dass das den Haaren gut tut. Und ich glaube, dieses Blaue ist im Prinzip das sanfteste oder das leichteste und das Goldene ist das heftigste. Wollte ich mal ausprobieren, bin ich sehr gespannt. Habe ich bei Rossmann noch kriegen können. Das ist ja super schnell ausverkauft gewesen, ne? Feuchtigkeit über Nacht, Haptik und Hyaluronkomplex Aqua Revive. Für normales bis trockenes Haar habe ich hier einmal und dann habe ich hier Reparatur über Nacht mit Haptik und Perlenextrakt Ultimate Repair, sehr geschädigtes Haar. Das ist dieses hier. Da bin ich echt gespannt. Vor allem hoffe ich, dass dann die Haare morgens nicht irgendwie super fettig sind oder so. Das wäre ja sehr bitter, ne? Ja, dann nehme ich mir, ich glaube, nehme ich das Ultimative oder nehme ich das Sanfte? Ich glaube, ich nehme das Ultimate schon mal mit runter und dann kann ich das mal ausprobieren. Jo, dann habe ich mir von NYX Neuheiten mitgenommen. Das ist einmal das Fat Lip Drip Fat Oil oder Lip Drip Fat Oil, keine Ahnung. Das ist interessant, ne? Habe ich einmal in der Farbe Newsfeed, das ist dieses hier. Und das habe ich auch schon auf meinen Lippen drauf. Das ist wirklich nur ein Lippenöl. Also im Prinzip ist es auch so ein Dupe zu dem von Dior, glaube ich, ne? Riecht ganz fruchtig süß. Also es sieht halt rötlich aus. Gibt aber auf den Lippen eigentlich nur Pflege. Deswegen verstehe ich auch nicht, da ist gerade irgendein Vieh runtergeflogen, weswegen es hier verschiedene Farben von gibt. Aber gut, gibt es bei dem Dior Vieh ja auch, ne? Ist einfach ein Lippenöl und Lippenöle sind halt dieses Jahr voll im Kommen. Deswegen ist es ganz gut. Also ich finde es gut, ich finde es toll. Ich werde es verwenden, stelle mir das hier auch schon direkt auf den Tisch, ne? Cool. Dann hat NYX auch ein neues Produkt rausgebracht und zwar den Vivid Matte Liquid Eyeliner und den habe ich mir jetzt in Weiß mitgenommen. Das finde ich auch aufregend. Der muss ausprobiert werden. Krass, Leute, heute ist Drehtag. Upsala, ich habe jetzt schon den dritten Akku durchgehauen. Oh, Wahnsinn, ey. Okay, ja, den möchte ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, ein weißer Eyeliner finde ich auch mal ganz aufregend. Den kann man sich zum Beispiel innen so, ne, aufgeben. Oder wenn du dir halt so eine Half-Cut-Crease oder so damit ziehst, finde ich ganz cool. Und das ist ein Dip-Eyeliner. Oder halt für spezielle Looks, die man macht. Und dadurch, dass Sarah, Isabelle und ich ja dieses Hashtag Ungeschön-Format machen, bringen wir uns ja immer wieder auf andere Ebenen und haben da auch oder stellen uns gegenseitig vor Herausforderungen. Und da habe ich letztens auch mal überlegt, Mensch, so ein weißer Eyeliner, der wäre auch mal ganz cool, ne? Deswegen habe ich den jetzt hier und der wird dann auch zum Einsatz kommen. Ja, jetzt habe ich hier noch ein bisschen was von Kiko, von Elf und von Catrice. Und ich starte mit Catrice. Da habe ich zuallererst von Purish die My Little Pony Limited Edition zugeschickt bekommen. Und da könnt ihr mit Claudis Welt 15 auf super viele Marken 15% sparen. Schaut gerne mal bei Purish vorbei. Und da habe ich zuallererst diesen Color Changing Stick, der ja quasi für die Lippen und für die, also Cheek and Lips, ne, also Wangen und Lippen sein soll. Kriege ich das denn jetzt hier ab? Abpulen. My Little Pony finde ich total knuffig. Ich habe dem damals nichts abgewinnen können, weil als Mädchen war ich jetzt nicht so ein Pferdemädchen. Nee. Also ich hatte schon
eine Mutter, die Pferde begeistert war und die mich dann im Prinzip auch dazu gebracht hat, Pferde cool zu finden. Aber ich war nie so ein klassisches Pferdemädchen. Das haben die echt blöd gemacht. Warum ist hier nicht so eine Sollbruchstelle oder so? Weil ich will ja nicht das ganze Ding abziehen, weil hier steht ja alles drauf, was ich wissen möchte, ne? Das ist ja blöd. Ach Mensch. Da muss ich mal gucken. Egal. Ist halt so ein Color-Changing-Gedönsen. Das reagiert mit dem pH-Wert der Haut. Bei mir wird sowas halt pink, rosa, wie auch immer. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, dann wird es gleich rosa werden. Ne? Ja, muss ich mal ausprobieren. Ich habe bei Maxim, glaube ich, war das, ne? Habe ich gesehen, dass das auch ganz toll sein soll als Blush. So langsam wird es jetzt rosa. Und das fände ich ganz interessant. So als Stickblush, ne? Also quasi auf die Hand geben, dann mit dem Pinsel rein und dann aufs Gesicht. Für die Lippen, ja, ne? Dann habe ich halt mal wieder pinke Lippen. Das ist bei mir halt immer eine Farbe. Dann habe ich auch noch hier von Catrice My Little Pony diesen Nagellack. Gut, das ist jetzt so ein Orange. Ja, Pretty Sunlight ist hier die Farbe, ne? Also schon ein schöner Orangeton, ein heller Pastellton. Sehen wir gleich, das passt halt zur Palette, ne? Hier haben wir jetzt den Blush. Der wird immer pinker und pinker und pinker. Dann der Highlighter, da habe ich so Bock drauf. Ja, genau. Aber wie gesagt, ich war halt selber nicht so ein mega Pferdemädchen. Auch wenn ich geritten habe. Aber ich war halt mehr so auf Seerobben. Das war meins. Achso, das ist noch zugeklebt. Mensch, sag doch was. Das denn noch zu bis hier, Schätzelein. Genau. Liebi. Oh, okay. Ja, das sieht wirklich aus wie diese Pferdemähne, ne? Oh. Hat auch so ein bisschen Aprikoschimmer mit bei, ne? Ganz interessant. Ja, dazu habe ich euch entweder schon einen Short gedreht oder ein Reel oder sonst irgendwas. Oh, der ist aber ein bisschen gröber, ne? Aber schön. Doch, der ist schön. Den mag ich. Den mag ich wirklich. Den Rest auf der Leggings abwischen ist vollkommen in Ordnung. Dann kann ich euch das auch mal verlinken. Und hier, da werde ich euch auch einen Short zu drehen, Leute. Das werde ich nämlich vergleichen mit einer ganz speziellen Palette. My Little Pony. Ich bin übrigens sehr froh, dass wir hier diese Plastikverpackung haben irgendwie und nicht diese Pappverpackung, weil das ist... es fühlt sich so an, als wäre das dann irgendwie tatsächlich aus genau dieser Zeit. Ich weiß nicht, warum ich das so empfinde, aber irgendwie... Weiß ich nicht, warum ich meine Jugend quasi mit so Plastiksachen in Verbindung bringe. Keine Ahnung, aber irgendwie hat das mehr was davon. Frag mich nicht. Ganz crazy. Hat auf jeden Fall für mich mehr Nostalgie mit am Start. Und das ist die Palette. Also wenn ihr die seht und wenn ihr mich kennt, dann könnt ihr euch vorstellen, mit welcher Palette ich die hier vergleichen möchte. Ne? Ja, mit der Natasha Denona Pastels Palette. Da bin ich ja echt mal gespannt, weil ich finde, dass viele Töne darin sich wiederfinden. Also dieses Manley hat mich eigentlich am meisten da inspiriert. Das ist dieses schimmernde Grün. Ich meine, dass wir diese Töne wirklich auch so in der Palette haben. Ich blende euch dann auch mal das Reel, das Short ein. Ich kann jetzt nicht Instagram auf YouTube verlinken. Das ist crazy, es sei denn, ich setze einen Link in die Infobox. Aber ich finde diese Töne, diese Farbzusammenstellung, total cool. Man kann damit so viele schöne Looks machen, auch wenn das echt kunterbunt ist. Ne? Aber ich glaube, dazu fällt jedem echt was Schönes ein. Und dazu kannst du auch tatsächlich simple Looks schminken, indem du einfach nur einen matten Ton mit einem Schimmerton kombinierst. Das ist easy, wirklich. Ne? Und das finde ich klasse, das freut mich. Und deswegen fand ich diese Limited Edition einfach schon, als Sarah Isabel die das erste Mal vorgestellt hat, habe ich gesagt, Mensch, die schreibt meinen Namen, das brauche ich. Ne? Und hier sehen wir dann den Color Changing Stick. So wird das dann bei mir. Ne? Das ist dann so mein Ton, wie auf meinen Augen quasi. Okay. Jo, dann habe ich hier schon ein bisschen länger leider liegen. Und das ist halt die Sache, wenn ich... Diese Hauls so selten drehe, dann vergesse ich manchmal, dass ich die Sachen schon da habe. Das ist echt crazy. Und deswegen habe ich diese Paletten nicht nur von Purish zugeschickt bekommen, sondern auch mir selber nochmal bestellt. Und deswegen werden diese beiden halt verlost werden. Und zusammen mit der Tuchmaske und noch einem weiteren Produkt, was gleich kommen wird, in die Verlosung kommen. Denn, wie gesagt, doppelt gemoppelt hält scheinbar besser. Jo, das ist einmal die Sunglow Eye and Cheek Palette
von Catrice. Und ja, Catrice hat ja durch das Sortiments-Update halt auch diese Paletten mit rausgebracht, die ich wirklich praktisch finde. Gerade wenn du hier Bronzer und Blush mit drin hast, den Ton kannst du auch noch als Highlighter verwenden und alles kannst du auch noch auf die Augen geben. Das ist für mich eine 1A-Palette, die ich mitnehmen kann, wenn ich zum Beispiel nach Malaga in Urlaub, also nicht in Urlaub, auf Geschäftsreise fliege. Dann habe ich nämlich einfach mal alles mit dabei, womit ich mich schminken kann. Und das finde ich total praktisch. Ein Spiegel auch noch mit dabei, ne? Und das für den Preis easy. Und das wird halt auch nochmal von mir so ausgiebig getestet, sodass ich dann für mich verifizieren kann, ob das dann auch wirklich mit darf. Die Blossom Glow Palette ist von den Tönen her etwas intensiver, weil kühler, ne? Also da hast du vor allem auch ein... ja, kühleren Highlighter, der für mich auch passender wäre. Aber die Töne sind jetzt nichts, wo ich sage, Mensch, die würde ich jetzt jeden Tag tragen wollen. Ne? Also die Augentöne so. Wobei man auch hier sagen kann, diesen Pure, den kann ich mir auch vorstellen als Bronzer. Aber ich muss mal gucken, welche von beiden Paletten dann für mich persönlich eher alltagstauglich ist, beziehungsweise eine Reisepalette ist, die ich dann mitnehmen kann. Ja, dann hat Catrice, bevor sie die My Little Pony LE rausgehauen haben und übrigens am 20.03. schon wieder eine LE mit Essence raushauen, die Disney hier Sister Love Limited Edition, also das geht gerade alles ein bisschen schnell, ich komme gar nicht hinterher, das ist auch echt wieder so eine ziemlich nervige Zeit, wo alle Firmen gleichzeitig die ganzen LEs raushauen und die teilweise online auch gar nicht hinterherkommen. Also wenn ich mir das auch bei Rossmann angucke, die Rival Loves Me Limited Edition, also jetzt gerade drehe ich am 12. März, ne? Kisses and Confetti ist noch online verfügbar und jetzt wird schon über die neue Limited Edition gesprochen und die ist noch gar nicht online und alles ganz verwirrend. Und also wie schnell sollen denn zum einen die Menschen die Produkte sich kaufen, zum anderen die Menschen, die die Produkte reviewen, wie ich zum Beispiel, die Produkte sich dann holen, reviewen und so weiter. Ich bin doch nicht Speedy Gonzales, ne? Also, keine Ahnung, man muss auch mal irgendwie ein bisschen ruhig an hier. Auf jeden Fall ist das ja auch eine Limited Edition gewesen zum Valentinstag. Ja, mit diesen mega krassen Blushes, die ja dupe zu Rare Beauty und Hasse nicht gesehen sein sollen. Da bin ich auch mal gespannt. Ich habe von Rare Beauty ja auch Sachen hier. Und der ist jetzt sehr, sehr dunkel. Das ist der Worth It Rouge Blush, was auch immer. Cream to Powder steht da auch drauf, ne? Und der hier ist dann mehr so in die... Oh, die sind beide super intensiv, krass. Treat Yourself heißt der, okay. Krasse Töne, aber schön. Also sowas im Standardsortiment, Leute, das wäre ja mal krass, ne? Vor allem auch mit diesem Spiegel drin und so, das hat schon eine gewisse Wertigkeit, auch wenn es Plastik ist, aber trotzdem. Und dann halt die Lidschattenpalette, da habe ich auch schöne Looks mitgesehen und die fand ich, so langweilig wie sie auf den ersten Blick aussieht, so inspirierend finde ich sie halt auch irgendwie, weil ich denke, damit kann man schöne romantische Looks schminken und da wollte ich einfach mal gucken, wie Catrice so von der Qualität her mittlerweile ist. Und ich glaube, man bekommt die Produkte auch noch bei Purish, bei Cosmetic for Less, bei Rossmann Online, ne? Schaut da gerne einfach mal vorbei. So, das wird aber alles nochmal eingehend getestet und ich hoffe, dass bis zu meinem entscheidenden Entscheidungspunkt die Produkte auch noch verfügbar sind. Ja, dann habe ich bestellt bei Elf und ihr bekommt Elf bei, ich glaube, DM müsste das sein, ne? Da hatte der liebe Maxim ein Video zu den neuen Carmo Concealer Color Correcting Produkten gemacht und es hat mich so angesprochen, dass ich mir sie alle nachbestellt habe, also wirklich alle fünf, den blauen, den dunkel-aprikofarben, den peachfarben, den grünen und auch den gelben. Und wenn man sich dieses Farbrad vorstellt, kann man nämlich mit diesen Concealern super alle Foundations, die man irgendwie hat, gefühlt retten, dass ich halt jetzt gar nicht mehr Angst haben muss, dass ich die falsche Foundation-Farbe hier habe, weil ich die gegebenenfalls noch irgendwie adaptieren, angleichen kann. Und wenn ich dann vielleicht eine habe, die mir zu kühl ist, und das wird wahrscheinlich eher weniger passieren, aber die mir zu warm ist, kann ich dann halt mit dem Blau noch arbeiten und so. Das ist ganz cool, ne? Und das freut mich halt. Und da habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen Rettungsprodukte. Genau, und die habe ich online bestellt. Und die bekommt ihr aber auch online bei, also die habe ich online bei Elf direkt bestellt. Bekommt ihr aber auch bei DM dann zu kaufen. Ich habe mir dann aber noch ein bisschen mehr bestellt, weil es gab auch irgendwie so eine Aktion, dass man Sachen gratis mit dazu gekriegt hat. Und man konnte bei Elf auf der Homepage auch Minis kaufen. Ich glaube, das hier ist auch ein Mini. Mit 15 Millilitern ist das der Power Grip Primer mit 4% Niacinamiden. Süß, oder? Ich fand den knuffig. Komm, da kommen noch direkt irgendwelche Muttergefühle.
Ach Mann. Okay, aber noch schlimmer ist es tatsächlich bei diesem kleinen Vieh. Wirklich Vieh, Leute. 4 Gramm sind hier drin. Universal Sheer Clear Universal. Achso. Der Sea Bright Putty Primer. Ist der nicht niedlich? Oh mein Gott, ja. Süß. Echt süß. So ein ganz kleines Pöttchen. Und ja, den kann ich dann auch mal ausprobieren. Mit Vitamin C halt, ne? Aber fand ich echt cool. Dann habe ich eine Mascara, ich glaube, dazu gekriegt. Big Mood Mascara mit 4 Millilitern. Das dürfte dann ja quasi die Mini-Variante sein. Hat auch so ein Bürstchen, so ein erdnussförmiges Bürstchen, ne? Wie viele Mascaras, die wir ja kennen. Also die Better Than Sex von Too Faced, diverse L'Oreal Mascaren. Apropos L'Oreal, da habe ich aus Versehen mir die Telescopic Lift nochmal mitbestellt. Und die hatte ich ja eigentlich noch da. Deswegen kommt die auch mit in die Verlosung. Also die 4 Produkte könnt ihr in diesem Video gewinnen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Dann habe ich mir bei Elf auch noch die Good Vibes Only Lidschattenpalette bestellt, die ich so süß fand. Richtig süß. Ja, schaut so aus. Ich weiß gar nicht, ob man da auch unterschiedliche Farben hätte haben können. 2 Schimmertöne, 2 matte Töne fand ich eigentlich echt ansprechend. Mit einem Herzchen dabei. Und Good Vibes Only ist etwas, was ich halt auch gerne mal weitergeben möchte. Boah, Sammy! Hat einen ziehen lassen. Eine Lidschattenpalette gab es gratis mit dazu. Das ist die Rose Gold Nude Palette. Die ist eher kühl unterwegs. Die wird dann demnächst mal, oh Junge, in der Verlosung wandern, weil hier sind ja schon 2 in der Verlosung. Der liegt hier unterm Tisch. Puh, das ist krass. Was hier gerade hochkommt, kleiner Mann. Was verwehst denn da in deinem Bauch? Hm? Was ist das? Du bist dir keine Schuld bewusst, ne? Ja, Frauchen ist auch selber schuld, wenn sie ihm einfach ein Leckerchen zwischendrin gibt. Da kann was Schlimmes passieren. Dann habe ich noch 2 von diesen Putty Bronzern mitbestellt. Ich habe auch schon einen da, aber ich wollte mehr. hier sehe ich tatsächlich, dass der mir nicht so gefallen wird. Der Luminous Putty Bronzer ist mir zu schimmernd. Sunny Fridays oder Summer Fridays? Was ist das? Da sieht man auch den Schimmer drin, ne? Ich glaube, das ist nichts für mich. Ich glaube, da habe ich mich verkauft. Also verkauft. Summer Fridays. Ja, egal. Und dann habe ich noch den Vacay Mood Luminous Putty Bronzer. Der ist aber nicht schimmernd. Der ist einfach schön. Der ist schön kühl. Und das ist so ein tolles Zwischending zwischen Bronzer und Konturprodukt. Da habe ich Bock drauf. Und ich habe auch wieder Bock, das merkt ihr wahrscheinlich auch gerade an einem Full Face 11. Da kann ich euch mal wieder ein Full Face schminken. Mit diesen Produkten. Dann habe ich bei Kiko geshoppt. Kann man hier bei uns in der Drogerie ja leider noch nicht kaufen. Vielleicht kommt das ja irgendwann. Ich würde es hart feiern. Aber ich glaube, das ist ziemlich schwierig, weil die hauen ja so dermaßen oft irgendwelche Limited Edition Produkte oder so raus. Wobei das eigentlich cool ist, ne? Naja, auf jeden Fall habe ich mir 4 Produkte aus der aktuellen LE gekauft. Ich weiß gar nicht, was da gerade war. War da reduziert? War da irgendwas, weiß ich nicht, oder hatte ich einfach Bock auf die Produkte. Zum einen habe ich mir aus der Beauty Essentials, ne, Limited Edition, den Radiant Concealer bestellt in der 01. Ja, bei Kiko ist es halt immer so, lasst euch davon nicht irgendwie unter Druck setzen. Die Produkte sind noch sehr, sehr lange verfügbar, es sei denn, es ist halt ein Mega-Hype auf irgendein Produkt oder so, dann ist es schon irgendwie recht schnell ausverkauft, aber die haben auch immer wieder einen Restock und die haben eigentlich auch bei Limited Editions recht hohen Lagerbestand und halten diese auch lange im Vorrat bei sich, dass man die kaufen kann. Das heißt, wenn euch etwas mega interessiert, vielleicht dann doch bestellen. Manchmal muss man halt einfach nur ein paar Monate oder Wochen vielmehr warten und dann ist es teilweise richtig heftig reduziert. Ne? Okay, ja, Concealer auf jeden Fall. Dann habe ich mir mitgenommen 2-in-1 Blurring Primer and Perfecting Powder. Das ist wirklich... ja, das sollst du dir als Primer aufgeben können, aber dann halt auch nochmal als Puder oben drüber. Und Leute, ich habe heute ein Full Face mit Look Fantastic Produkten geschminkt und da habe ich von Chantecaille den Bronzer aufgetragen. Und als ich den hier eben für mein Haul hier hingepackt habe, habe ich mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Das ist schon ein Dupe dazu, würde ich einfach jetzt mal aus der Hose heraus sagen. Das ist echt krass. Also würde ich jetzt wirklich mal als Dupe bezeichnen. Ne? Hammer. Das kostet vielleicht ein Zehntel davon. Weniger als ein Zehntel. Nein, das kostet ein Zehntel. Ein bisschen mehr als ein Zehntel. Aber krass, oder? Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, falls euch das interessiert. Und als Primer finde ich das auch interessant, weil das sollst du dann ja wirklich vor der Foundation auf dein Gesicht geben.
Da bin ich wirklich gespannt drauf. Und zwei Lidschattenpaletten fand ich ansprechend aus der Limited Edition. Das ist einmal die 02 Earth Slides. Dieses pastellige Verpackungsgedöns ist natürlich mega, ne? Ich lieb's. Du kannst Glück und du kannst Pech mit den Lidschattenpaletten haben bei Kiko. Ich hoffe, ich habe Glück. Das sind auf jeden Fall süße Fändchen, muss ich sagen. Und dann habe ich noch die 01 Rose Touch. Die ist einfach dann etwas rosé-mäßiger und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe sie einfach beide bestellt. Jo, ich habe bei DM mir Sachen gekauft. Ich habe bei Rossmann mir Sachen gekauft. DM habe ich online bestellt, weil ich etwas haben wollte. Und damit fange ich jetzt auch mal an. Was wir jetzt demnächst sehr wahrscheinlich brauchen werden, weil wir die Flasche geben werden. Und zwar haben mir meine Mädels aus dem Geburtsvorbereitungskurs diesen Cool Twister empfohlen. Und den habe ich dann einfach mal bestellt. First Moments Nip. Und das soll wohl für alle Flaschen passen. Und ich habe das bei denen halt auch immer wieder gesehen, dass wenn die dann, wenn wir uns getroffen haben, weil wir machen auch immer so regelmäßige Nachtreffen. Gut, wir haben jetzt bislang 2 gemacht. Wow. Machen es immer und regelmäßig, ihr wisst Bescheid. Nein, aber wir haben auch schon wieder einen nächsten Termin. Also ne, wir sind da wirklich, wir machen das. Und da habe ich halt gesehen, dass sowas halt auch verwendet wurde. Das kannst du super für unterwegs mitnehmen. Und weil du da halt einfach nicht eine Steckdose brauchst, da machst du halt kochendes Wasser oder sehr, sehr heißes Wasser, was du halt in einer Thermoskanne zum Beispiel mitnehmen kannst, rein und dann wird es halt durchgezogen und dann ist es halt auf Trinktemperatur fürs Baby und das geht halt rucki zuck. Da habe ich mir gedacht, entweder ist das ganz cool für wirklich unterwegs oder wenn wir das zu Hause halt auch machen, ne? Ich denke, dass das auch ganz gut funktioniert, wobei wir jetzt mittlerweile einen Wasserkocher haben, den ich gekauft habe, wo du die Temperatur einstellen kannst. Okay, aber das, war mir eine Herzensangelegenheit, weil ich das jetzt auch bei den Mädels gesehen habe und deswegen wollte ich das kaufen. Und dazu passt dann halt auch hier dieser Milchpulver-Portionierer von Baby Love. Da haben wir zwar so eine Etage irgendwo mal mit dazu bekommen gehabt, aber hier hast du halt 3 Portionen. Du bist halt, ne, wenn du mal irgendwie wirklich einen kompletten Nachmittag unterwegs bist, dann möchte das Baby ja vielleicht nicht nur einmal was trinken. Und deswegen haben wir jetzt so ein Ding. Fand ich auch ganz cool. Heute habe ich auch gelernt, das haben meine Freunde nicht ausprobiert, wie wir quasi die Babyschale, die wir ins Auto packen, jetzt auch auf den Aufsatz von unserem Kinderwagen mit drauf machen. Oh mein Gott, ich bin immer durch die Stadt gelaufen mit, das ist ja nicht von Maxi Cosi, aber mit dieser Babyschale und ich habe das getragen und Julius ist mittlerweile auch nicht ganz so leicht und dann trägst du da irgendwie 10 Kilo durch die Gegend. Das ging schon in die Arme, ne? Und jetzt habe ich aber, ne, also wir haben so Aufsätze und dann kann man das so reinklippen. Total super. Dann habe ich noch ein bisschen was für mich mitgenommen. Ich brauchte mal wieder Slip-Einlagen. Ich kann jetzt wieder die ganz normalen Classic-Slip-Einlagen verwenden hier von Yessa. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ihr macht euch keine Vorstellung. Das ist halt sehr, sehr angenehm für mich, dass ich die wieder nehmen kann. Ja, das ist echt toll. Ich hatte die Online-Bestellung von DM halt hier stehen und bin dann spontan in den Rossmann gefahren und habe dann da ein paar Sachen gekauft. Deswegen werdet ihr gleich vielleicht das ein oder andere doppelt sehen. Von Evelyn Nature habe ich Kosmetiktücher gekauft. Brauchen wir halt, ne? Weil wir, also hier habe ich immer eine Packung stehen, dann im Schlafzimmer habe ich eine Packung stehen, am Wickeltisch, am Esstisch, am Wohnzimmertisch, überall. Und ja, die gehen halt irgendwie auch natürlich irgendwie immer mal wieder leer. Naja, ist eine Tasche da. Schmeiße ich gerade die Sachen rein, dass ich das gleich mit runternehmen kann. Den Geruchsentferner von Dr. Beckmann habe ich mal wieder nachgekauft. Ja, da haben wir jetzt mittlerweile, glaube ich, ein recht großes Backup. Und ich meine, dass ich in der anderen Tasche noch mehr davon habe. Wir haben halt einen Hund und du kriegst natürlich den Geruch nie komplett aus den ganzen Sachen immer raus. Aber Sammy hat ja auch so Decken, auf denen er liegt. Und die kommen dann immer in die Wäsche. Und da mache ich auch Geruchsentferner mit dabei. Ne? Das ist halt, weil ansonsten nasser Hund riecht halt. Und die Haare sind überall Sammy hart wie Bolle. Das hilft schon sehr, aber es vermeidet es nicht unbedingt. Also meine Mom sagt auch manchmal, wenn die hier ist und halt mit mir zusammen Wäsche verhaltet oder so, das sind Sammys Sachen. Man riecht es halt. Dann habe ich 2x Apfelmus mir mitgenommen, beziehungsweise einmal DM Bio Apfelmark und einmal DM Bio Apfelmark kalt gerieben. Ich mag super gerne Apfelmus zu allen möglichen Lebenssituationen und zu allen möglichen Gerichten, zu Nudeln, zu Vanillepudding, zu gefühlt allem, wo Fleisch oder Kartoffeln mit dabei sind, schmeckt das einfach unglaublich gut. Ein Topf, oh, Pfannkuchen mit Apfelmus, bin ich halt einfach mit groß geworden und
ich habe es vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Spitze getrieben, denn ich bin da noch verrückter als meine Mom, glaube ich. Also ja, also bei uns stand damals immer Apfelmus auf dem Tisch. Egal, was es zu essen gab, stand immer ein großes Glas Apfelmus auf dem Tisch, selbst gemacht. Da haben wir damals immer richtig viel selbst gemacht. Das war so toll. Das ist halt immer so ein Ding, wenn du mit den Großeltern unter einem Dach wohnst, ne? Dann kommst du halt super viel in diesen Genuss von Sachen einmachen. Oder meine Oma hat mir damals auch beigebracht, so ein bisschen zu nähen. Also ich kann jetzt keinen Pulli nähen oder so, aber ich kann den Knopf annähen. Ich kann vielleicht auch mal ein bisschen Klamotten für eine Barbie oder so nähen oder Puppenklamotten. Ne? Das kann ich schon auch machen. Aber ja, jetzt so krasse Menschensachen, da bin ich jetzt nicht so viel drin. Aber so das ein oder andere, das hat meine Oma uns schon mit auf den Weg gegeben. Wohingegen das Kochen bei uns immer etwas schwierig war, denn das war dann halt wirklich immer so ihr Mädchen. Und das gehörte ihr und da konnte eigentlich auch keiner so groß irgendwas gegen unternehmen. Meine Mom hat das sehr gerne so angenommen und auch schön gefunden. Für mich wäre es wahrscheinlich ganz cool gewesen, wenn Oma mich ein bisschen mehr auch mit in ihre ganzen Geheimnisse einnehmen würde. Jetzt mittlerweile wird es immer schwieriger, die ganzen alten Rezepte von ihr zu bekommen, aber sie hat mir das ein oder andere Rezept mit auf den Weg gegeben und da habe ich mich auch mit Zettel und Stift neben sie gestellt. Und einmal ist 2011 ist das Haus leider, mein Elternhaus, also das Haus, wo mein Papa drin wohnt, meine Stiefmama und meine Oma mittlerweile ja nur noch, mein Opa ist ja nicht mehr da, abgebrannt. Und da ja, mussten meine Großeltern dann eine Zwischenlösung haben, dass die woanders gewohnt haben. Und dann hatten die da sehr viel Langeweile, weil die natürlich ihre ganzen Nachbarn und Freunde da nicht hatten. Und dementsprechend hatte meine Oma dann von mir so ein Buch bekommen, meine Rezepte oder so, ne? Und dann hat die handschriftlich das aufgeschrieben und meine Oma, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber sie hat einen Tattrigen, nenne ich das, ne? Parkinson ist das nicht, aber sie zittert halt mit der Hand und es fällt ihr unheimlich schwer, per Hand etwas zu schreiben. Und da hat sie per Hand super viele Rezepte aufgeschrieben, aber Leute, das Witzigste, immer ein Pfund hiervon, ne? Was ist ein Pfund, ne? Ich weiß es, aber ja. Und ein bisschen hiervon, ein bisschen davon, nach Gefühl und so, so richtig tolle Rezepte. Also das ist weniger ein Rezeptbuch, nach dem man kochen kann, sondern eher etwas, was ich einfach so in Ehren halten werde. Ja, richtig cool. Ja, und jetzt machen wir weiter. Ich habe auch ein bisschen Beauty gekauft. Zum einen habe ich hier neue Augenpads gefunden von Balea, die Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron, Passionsfruchtextrakt und Koffein. Koffein mag ich immer super gerne. Das macht immer so eine Wachgeschichte. Also für morgens ist es dann eine Sache, ne? Dann eine neue LE-Tuchmaske. Oh mein Gott, wie wunderschön. Bedruckte Tuchmaske Be Wonderful, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Pfingstrosenextrakt. Und dann hast du einen Schmetterling im Gesicht. Oh, richtig cool. Da freue ich mich drauf. Die wird auch wahrscheinlich heute Abend gemacht. Ja, und die Augenpads morgen früh. Dann habe ich mir diese Limited Edition gekauft. Habe ich die komplett gekauft? Ja. Blooming Bright Eyeshadow and Eyeliner Palette. Das fand ich so interessant. Das ist so innovativ. Essence hat das ja schon mal bei der Beauty Bands Collection gehabt. Ne? Die habe ich gar nicht hier. Dass du in der Lidschattenpalette die Töne als Lidschatten verwenden könntest, aber halt auch als Liner. Und das finde ich so cool. Gut, die Farben sind jetzt ein bisschen schwierig mit Rosa und Orange, ne? Aber ich finde es schon cool. Und das machst du halt mit Wasser und ansonsten Schimmertöne, matte Töne mit dabei. Das ist schon cool. Da habe ich Bock drauf, ne? Die möchte ich auch mal ausprobieren. Dann habe ich hier auch den Blushleiter mir mitbestellt. Ja, das ist halt so ein Orange und ein Pink. Bloom With Me, das habe ich letztens erst bei Maxim gesehen, dass er auch sagt, das ist der Wahnsinn, dass Essence halt solche Produkte ins Sortiment mitnimmt, beziehungsweise nicht ins Sortiment, in Limited Edition und damit in die Drogerie bringt, weil das eigentlich so eher so Töne sind, die man in High-End-Qualitäten eher erwarten würde. Den habe ich auch mitgenommen, aber ich glaube, den lasse ich eher an jemanden in meiner Familie weiterwandern. Das ist dieser Mattifying Stone Roller. Da habe ich auch schon jemanden ganz Spezielles in meinem Blick. Das ist einfach ein Roller, damit gehst du über dein Gesicht und damit kannst du das überschüssige Öl oder ja, überschüssige Feuchtigkeit von deinem Gesicht nehmen. Und das ist ja auch ein Produkt, was sowohl Frauen als auch Männer natürlich verwenden können. Natürlich hast du hier Blümchen drauf, ja, okay, aber
ich finde, dass sowas halt auf 1A geeignet sein kann für einen Mann. Warum nicht, ne? Und dann hat man das einfach mit dabei, vielleicht irgendwo im Schreibtisch versteckt oder so. Und ja, das ist halt eine Kugel, die auch sich rollt. Eine Rolle. Genau, und damit kannst du übers Gesicht rollern, wenn man nachölt oder so. Ihr seht, mein Make-up ist jetzt wie lange drauf? Wir haben es jetzt 20.46 Uhr, das ist bestimmt schon 7 Stunden drauf. Und da ist nichts nachgeölt oder so, weil ich halt eine trockene Haut habe. Ja, genau, deswegen, also der wird dann an jemanden wandern, den ich, wie gesagt, im Blick habe. Und auch total spektakulär, dass sowas irgendwie mit drin ist. Dann habe ich hier noch 2 Lippenstifte und da fand ich die Verpackung einfach auch so schön. Das ist auch wieder dieses Pink und das Orange. Smilin' Bright und Bloom Up sind hier die Farbbezeichnungen. So schön. So, so schön. Und das erinnert mich aber ehrlich gesagt von der Konsistenz auch ein bisschen an die neuen Nabla Lippenstifte, ne? Also Nabla hat ja nicht so diese krassen Farben in deren Kollektion, wobei das Orange vielleicht. Das könnte vielleicht sein. Muss ich mal gucken, ob das vielleicht ein Dupe sein könnte, ne? Wobei, wenn das Video online geht, dann ist die LE schon eh nicht mehr da. Das ist so heftig, wie schnell jetzt gerade in der Drogerie die LEs rauskommen und schon wieder verschwinden, ne? Also mir persönlich geht es viel zu schnell, weil ich gar nicht dahinterher komme, A, die Sachen zu kaufen, B, euch die Sachen zu zeigen. Also, ne, weil wenn ich euch die zeige, kann ich euch die ja gegebenenfalls empfehlen oder entfehlen und dann kann man halt entscheiden, ob man die nachkaufen möchte oder nicht. Schwierig. Dann habe ich mir auch noch mitgenommen von TTZ Magnesium, Calcium, Vitamin K2 und D3. Also Vitamin D brauche ich sowieso in der kalten Jahreszeit und Magnesium sollte man halt sowohl in der Schwangerschaft als auch in der Stillzeit halt nehmen und ja, das brauche ich halt. Und hier ist auch noch Calcium mit dabei, das ist gut für die Knochen. Ja, also ich brauche all diese Vitamine, die hier so drin sind. Man sollte halt immer wieder sowas vom Arzt abklären lassen, dass man sich nicht unnötig irgendwas reinpfeift oder noch schlimmer, sich irgendwas reinpfeift, was man gar nicht zu viel haben dürfte, wie zum Beispiel Eisen oder so, ne? Einfach mal abchecken lassen. Dann habe ich hier etwas drin, das möchte ich gerne ausprobieren und da bin ich wirklich gespannt drauf. Balea hat ein Teint Perfection Wimpernserum rausgebracht. 3-fach Aktivformel mit Peptiden, Koffein und Hyaluron für längere und dichter wirkende Wimpern und Augenbrauen. Das möchte ich ausprobieren. Ich weiß jetzt nicht, in welchem, also 2-mal täglich machst du das drauf. Ich weiß nicht, wann man einen Effekt sehen soll. Mit Allantoin und Biotin, das Serum fördert die Haarstärke und Wimperndichte. Das war halt ohne, dass du da Prost in den Inhaltsstoffen lesen konntest, also ohne Hormone, ne? Und da habe ich mir gedacht, bereits nach 6 bis 8 Wochen werden sichtbare Erfolge erzielt. Okay, da muss ich mal überlegen, möchte ich das jetzt schon anfangen? Müssen wir mal gucken, ne? Also da wollte ich auf jeden Fall das mal ausprobieren. Dann habe ich mir auch eine Bikini-Bag mitgenommen. Ja, sowas gab es jetzt auch. Fand ich jetzt ganz cool im Hinblick auf Malaga, weil Anfang Mai fliege ich ja mit den Dalton-Mädels nach Malaga. Achso, das ist ein Füllding. Eigentlich ist es nur so eine Tasche. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es so eine ganz aufregende Tasche wäre. Aber ja, da kann man da nämlich seinen Bikini reinmachen, wenn er nass ist. Und das fand ich ganz gut, dass ich irgendwie, aber ich habe eigentlich solche Taschen da, ne? Egal, jetzt habe ich so eine große Tasche, passt schon. Dann gab es auch noch Limited Editions, was Pflege angeht, also Duschgele. Die werden sehr wahrscheinlich dann weiter wandern, ne? Einmal Happy Melody mit blumig, fruchtigem Duft. Das ist einmal diese hier. Und Be Happy Duschgel duftet nach zarten Frühlingsblumen. Es ist schon hübsch, ne? Aber ich denke, dass die beiden tatsächlich als Geschenk weitergehen werden. Was mich nicht davon abhält, mal kurz daran zu riechen. Ja, riecht richtig schön blumig, dieser mit dem Entchen drauf. Süß. Hier haben wir dann diesen, was ist das, Fuchs? Das mag ich nicht so gerne. Den Duft finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Das ist nicht so geil. Also der hier ist schöner. Die Frühlingsblumen, ne? Diese blumig-fruchtig, das ist ein bisschen nicht ganz so meine Welt. Aber gut, wie gesagt, die beiden wandern weiter. Ja, das wäre jetzt dann einmal DM gewesen und dann hüpfen wir weiter zu Rossmann. Auch hier habe ich mir Slip-Einlagen mitgenommen. Was soll's, ne? Facelles Slip-Einlagen hier mit Aloe Vera. Dann habe ich hier auch wieder Taschentücher von Alouette mitgenommen. Da fand ich die Verpackung einfach schön. Time to get cozy. Sowas dann im Schlafzimmer, ne?
ja, ein bisschen Gemütlichkeit, warum nicht? So noch Tee mit dabei. Hier habe ich den Bon, den brauche ich noch, um euch die Preise einzublenden. Mein Freund hat Blödsinn gemacht. Und zwar hatte der auf dem Wohnzimmertisch irgendein Getränk oder so stehen. Und dann war der genauso pattjackelig, wie ich manchmal bin, und hat das Ding umgestoßen, als er aufgeräumt hat. Yay. Und das ist dann auf unseren hellen Teppich draufgekommen. Und das ist natürlich blöd. Ja, hat er so ad hoc bislang noch nicht richtig weggekriegt. Und jetzt habe ich das hier mal mitgenommen. Teppichfleckenbürste entfernt, hartnäckige Flecken und Gerüche. Das kannst du natürlich dann für sowas nehmen. Oder halt auch, hier sind auch Hund und Katze abgebildet, ne? Dass man das halt einfach verwenden kann. Es gab auch noch sowas Ähnliches mit so einer dreieckigen, aber ich fand das ja eigentlich ganz gut. Dann kann man das nämlich schön einarbeiten damit. Bin ich sehr, sehr gespannt, wie das so funktioniert, ne? Ja, und wir haben immer mal wieder so komische Flecken natürlich, weil wir einen Hund haben und weil wir ein kleines Kind haben, was irgendwann demnächst hier auch rumlaufen wird und vielleicht dann auch mal, ne, ausläuft. Und dann ist man froh, wenn man sowas hat, finde ich. So, dann habe ich natürlich auch hier den Geruchsentferner von Dr. Beckmann mitgenommen. Ich hatte wohl vergessen, dass ich es gerade bestellt habe. Und ich meine, dass ich letztens auch noch was bestellt hatte und da hatte ich das auch schon mitbestellt. Keine Ahnung, kannst du auch nicht genug von haben. Ich habe da auch immer wieder, naja. Nexa, Leute, die Fruchtfliegenfalle habe ich mir mitgenommen, weil ich letztens an der Kaffeemaschine schon wieder gesehen habe, obwohl draußen teilweise Minustemperaturen sind, aber dann am nächsten Tag sind 16 Grad, egal, dass wir schon wieder Fruchtfliegen bekommen und das finde ich immer ganz unangenehm. Und ja, das wirkt 4 Wochen lang und das stelle ich einfach mal schön in die Küche rein. Natürlich haben wir auch Obst und so, ne, was dann halt auch in der Küche steht und dann... Ja, ist es halt nicht so schön. Ich habe auch noch mitgenommen, auch so einen Fruchtfliegenmonitor. Da weiß ich jetzt nicht, wie das aussieht. 8 Wochen Wirkdauer insektizidfrei. Ne? Das ist doch auch ganz nett. Ach so, was ist das? Nee. Hm. Warte. Da sind 4 Stück drin. Ach so, okay. Und dann hast du eine... Ah, okay. Du hast so ein... Schön, dass ich ganze Sätze erzähle hier, ne? Also, du hast hier so ein Ding, was du wohl irgendwie zusammenklappen kannst oder so. Oder irgendwo drum zuklappen. Wie soll das denn zusammenhalten, Leute? Das weiß ich noch nicht. Wie soll das denn kleben? Irgendwie klebt das wohl. Das sind ja Leimfallen, ne? Und da macht man nämlich dieses weiße Zeug weg. Und dann stellt man das über dieses Ding, wo dann der Lockstoff drin ist. Dann werden die von dem Lockstoff angelockt und fliegen in den Monitor und bleiben leider, leider auf der Leimfalle kleben. Das ist vielleicht nicht ganz so nett für die Fruchtfliegen, aber man muss sich ja auch was überlegen. Ne? Also irgendwas muss ja passieren. Wie willst du das machen? Wie willst du das machen? Ja, also, wie macht ihr das mit den Fruchtfliegen? Was ist so euer ultimativer Tipp für die Community? Schreibt das mal gerne in die Kommentare, da können wir uns dann gerne mal an dem Schwarmwissen aller bereichern. Ich finde, das ist immer eine super schwere Sache. Yo, das ist cool. Garnier Body Superfood Körperpflege, 48 Stunden reparierende Bodybutter. Ich glaube, die machen jetzt einen auf The Body Shop, oder? Kann das wohl sein? Weil das kam mir so vor. Die haben auch die Aloe und Avocado hatten die, glaube ich, auch. Ich hatte erst gedacht, nimmst du Avocado mit, aber ich bin halt kein Fan von Avocado-Duft. Also da fand ich Kakao interessanter. Und vor allem Ceramide, ne? Riecht unglaublich gut. Willst du mal riechen? Das ist schwierig, ne? Oh. Mm. Das ist wirklich gut. Ich glaube, ich nehme das auch direkt mit runter. Dann kann ich zusehen, dass ich euch das dann im April aufgebraucht wahrscheinlich zeige. Denn ich habe jetzt gerade ein kleines Bodylotion-Gedönsen unten stehen. Das von This Works. Das Body Cocoon Lavendel Gedönsen, ne? Ja, dann nehme ich das als nächstes mal in Anwendung. Ich habe da echt Bock drauf und vor allem dann auch mal schnell, dass ich euch eine Review dazu geben kann, weil das wird ja wahrscheinlich im Standardsortiment sein. Ja, das ist auch im Standardsortiment. Facel Intim Waschschaum Soft and Care. Das war aber tatsächlich online immer ausverkauft, als ich die letzten Online-Bestellungen getätigt habe. Und jetzt habe ich das aber im Laden gefunden und mich sehr gefreut, weil das halt einfach günstiger ist, als wenn ich das Nivea nehme, ne? Und ich mag auch gerne diesen Schaum. Ich weiß nicht warum. Er gibt gar keinen Sinn, aber es ist einfach vom Gefühl her, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Es ist für mich halt einfach angenehmer. Dann Domol Simply Fresh Nachfüller Cotton Feels.
da wollte ich mal probieren, ob das in unseren Airwick reingeht. Ne? Weil wir haben ja so einen automatischen Sprüher und irgendwie bislang wollte der nicht irgendwelche anderen Geschichten nehmen als das Original. Aber ich sehe es einfach nicht ein, so viel Geld für die Originalviecher mittlerweile zu bezahlen. Das ist ja 7,75 Euro für einen Zweierpack. Das ist so heftig. Das muss man sich mal reinziehen. Und nö, dann nehme ich mir lieber mal sowas zur Hand und schau mal, ob das funktioniert. Ja, was mache ich denn jetzt? Ach gut, nehmen wir das. Ja, die Facel Menstruationswärmepflaster habe ich nachgekauft. Ich habe meine Periode aktuell noch nicht, aber vielleicht, wenn ihr das wieder Video seht, habe ich dann vielleicht schon abgestillt und dementsprechend kommt die dann ja wieder. Aber ich habe trotzdem Bauchschmerzen und Buscopan Plus ist aktuell laut unseren Apotheken vor Ort nicht lieferbar. Es gibt ja diese Engpässe bei den Medikamenten, ne? Und ja, dann mache ich es halt mit Wärme. Denn ich habe öfters mal, dass ich einen Blähbauch habe oder Bauchschmerzen und da kommt sowas ganz gut. Das ist natürlich eher so für den Unterleib gedacht, aber es wirkt bei mir halt auch darmtechnisch. Oh Mann, ja. Da versucht man, dass der Sohn pupst und so und selber sitzt man da und denkt sich, oh, manchmal ist das so. Dann habe ich etwas mitgenommen von Baby Dream. Das wollte ich meinem Freund mal geben, denn er ist für die Mani- und Pediküre von Julius zuständig. Das ist ein Nagelfeilring. Da sind auch 6 Ersatzfeilpads dabei, sicheres Kürzen von kleinen Nägeln und wir haben zwar auch so eine Nagelschere, aber sowas ist ja auch nicht verkehrt, ne? Mal gucken. Vor allem, wenn du so die Kanten hast, die Ecken, dann ist es schön, mit sowas zu arbeiten. Und schon wieder habe ich einen Akku durchgejagt. Das ist so cool. Dann habe ich mir jetzt die Lash Like a Boss von Essence mitgenommen. Instant Lift and Curl Mascara. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe heute noch eine recht hochpreisige Mascara, die Lancôme Idol Mascara verwendet, die ich tatsächlich jetzt auch schon wieder aussortieren werde. Denn ich musste eben jetzt, ich musste nicht, ne, wir sind ja unter uns, aber ich habe eben einfach noch eine Schicht drauf gemacht, bevor ich mich jetzt hier hingesetzt habe und weitergedreht habe, weil jetzt im Laufe des Tages die Mascara irgendwie sich wieder verdünnisiert hat. Und das finde ich bei so einer teuren Mascara einfach schade. Naja, und die Drogerie teste ich ja auch immer wieder durch, ne? Da bin ich mal gespannt, wie die sich dann machen wird. Dann, ja, war ich ein bisschen traurig, dass ich von dieser Cherry Limited Edition bei weitem nicht alles bekommen habe. Das war echt blöd. Ich habe dann alles mitgenommen, was ich noch kriegen konnte. Der Aufsteller war schon recht gut abgegriffen. Oder die haben das gar nicht geliefert bekommen. Kann das vielleicht sein? Denn ich habe sowohl online dieses Puder, was Maxim ja auch so gehypt hat, was ja ein Dupe zu dem Huda Beauty sein soll, nicht mehr bekommen, aber halt auch im Laden nicht gefunden. Und ja, das ist echt crazy. Naja, ich habe mir dann andere Produkte mitgenommen. Einmal die Lidschattenpalette, die mich auch wiederum an diese Pastell Natasha Denona so ein bisschen erinnert, wobei jetzt nicht mehr ganz so doll. Das hat auch ein bisschen was von der Catrice, ne? Little Pony? My Little Pony, ja. Limited Edition. Aber ganz ehrlich, wir sind ja im Frühling und im Frühling ist alles eher pastellig. Deswegen habe ich ja auch heute so einen Frühlingslook drauf. Den habt ihr auch schon gesehen. Den habe ich euch sicherlich auch schon geschminkt im Hashtag ungeschönt Video. Ja, und die fand ich einfach hübsch. Ja, ich mag gerne so pastellig. Ich mag gerne frühlingshafte Farben. Ich bin auch so ein Typ, ne, für bunte Sachen. Die beiden Nagellacke habe ich mir auch mitgenommen. Einmal in diesem Pastell-Lila. Der hat schon Schimmer mit drin und auch dieses Mintgrün hat Schimmer mit drin. Ich bin so ein Nagellack-Fan, ne? So ein richtiger Junkie fast schon. Finde ich großartig. Und ich muss das auch immer irgendwie ausprobieren, sonst bin ich echt unglücklich. Ne? Scent of Spring und Floral Flush. Finde ich großartig. Dann habe ich mir auch mitgenommen dieses Lip-Topper-Gedönsen. Das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer, ne? Nee, ich habe jetzt ja was auf den Lippen drauf, aber es ist schon krass. Es ist sehr holographisch, aber meistens ist sowas auf den Lippen ja auch gar nicht dann so intensiv. Und dann habe ich eine neue Foundation gesehen, die gar nicht so neu ist. Ich habe bei Revolution bestellt. So, die haben aber irgendwie super krasse Probleme. Fragt mich nicht, warum. Die haben mir das Geld abgebucht. War das noch im Dezember? Ich glaube schon. Schon 3 Monate her. Hallo? Der Hausgeist meldet sich mal wieder. Es ist schon 3 Monate her, dass ich da bestellt habe. Und
Dann hatte ich die auch angeschrieben und gesagt, ja, könnt ihr vielleicht, also auf Englisch, ne, könnt ihr vielleicht meine Bestellung stornieren, weil bis heute nichts geliefert und ist halt ein bisschen doof und so. Und ich habe mir die Produkte auch mittlerweile nachgekauft. Ja, nee, geht nicht. Sie können ja die Lieferung, die Annahme verweigern. Es ist so bekloppt und du kriegst einfach die Produkte nicht, ne? Also ich glaube, ich sollte mittlerweile mal ein bisschen stinkiger werden. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt die IRL Filter Foundation, Longwear Foundation in F1 mitgenommen und die werde ich dann auch demnächst mal ausprobieren. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie die so sein wird. Ich weiß gar nicht, in Real Life heißt das IRL, genau, in Real Life Filter. Bin ich wirklich gespannt, ne? Also 16 Stunden Tragekomfort, Liquid Foundation, Tüdelü, Soft Matte, Breathable und da bin ich einfach gespannt drauf. Ja, ne? Und das wäre jetzt mein Drogerie-Haul gewesen. Ich habe euch die Produkte von DM gezeigt, von Rossmann und ja, genau, das war's. Die sind jetzt hier eingezogen. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, habe ich die schon gezeigt oder sonst irgendwas. Aber ich drehe ja immer schön fleißig vor. Ne? Ich muss ja schon für Malaga etwas vorarbeiten, Leute. Oh, ich freue mich so sehr. Okay, also ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch hier gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schwipp-Holz. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!